Der Festsaal im Rokokoschloss der Domburger Schlösser begeistert mit seiner marmornen Pracht. Dass es sich dabei jedoch um keinen echten Marmor, sondern um Stuckmarmor handelt, erklärt Dr. Franz Nagel. Stuckmarmor ist ein Produkt des goldenen 18. Jahrhunderts, als dieser Raum entstanden ist. Nur ganz wenige wirklich gut herstellen. Hier war ein ziemlich guter Meister seines Fachs am Werk. Meistens kamen sie aus Norditalien oder der Südschweiz, in Tessin. Wenn man diesen Stuck Marmor herstellen will, färbt man Stuck, also Gips aus verschiedenen Ursprüngen und Leim vermengt mit Farben an und verknetet dann diese Massen ineinander. Nicht zu so gründlich, so wie etwa wie man es für einen Marmorkuchen oder für einen Plätzchenteig zu Weihnachten vielleicht machen würde, dass so eine Marmorierung entsteht. Dann wird es geschnitten oder ausgerollt und dann wie Intarsien an der Wand verlegt. Eine hohe Kunst, es darf nicht zu nass, es darf nicht zu trocken sein, es darf auch nicht zu schwer werden, damit so eine Konstruktion, die häufig in Thüringen aus Fachwerk war, die Sache auch an den Wänden halten kann. Wenn es aber gelingt, kann es über Jahrhunderte so eine glänzende, fantastische Wirkung entfalten, die Sie sich am besten bei Ihrem Besuch, wenn es wieder geht, nach der derzeitigen Corona-Krise selbst ganz genau an den Wänden anschauen können.